Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map 1.6 ohne Gräben. Jo, was machen wir gerade? Wir sind immer noch am Häckseln. Ich habe jetzt auf euer Anraten hin mir kleinere Trailer geholt vom Hof. Nicht mehr 75.000 Liter, sondern nur noch 47.000 Liter. Das ist aber wohl auch schon an der, wie man so schön sagt, Kotzgrenze. Und was machen wir jetzt noch? Ich fahre einen neuen Kurs ein zum zur BGA. Das wurde mir auch als Tipp gegeben, wie man muss erst eben kurz hier den löschen wir, den bauen wir nämlich neu ein. Mir wurde nämlich ein Tipp gegeben, wie man das trotzdem hinkriegt, dass also meine Abfahrer kippen nicht mehr ab beim Silo. Wahrscheinlich meinen die, der ist voll oder so. Und mir wurde von verschiedenen Usern, unter anderem von Experience, Entschuldigung, den anderen Namen habe ich mir gar nicht gemerkt, wurde mir auf jeden Fall gesagt, es gibt da einen Trick, wie man es trotzdem machen kann. Also wie die trotzdem abkippen. Und zwar muss man manuell einen Abkipp-Punkt oder Abladepunkt im Silo setzen. Und das habe ich jetzt vor. Jetzt gucken wir mal, ob das geht. Und dann bauen wir uns hier einen neuen Kurs zusammen. Soll. Aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Doch, er schiebt auf, wo er soll. Er schiebt jetzt in der Mitte auf. Das ist ja toll. Da wenigstens etwas, was klappt. Jetzt hat er durchdrehende Reifen oder wie? Ich weiß es nicht. Dankeschön, dass du Platz machst. Das ist sehr lieb von dir. So, wichtig, ausreichend gerade ziehen. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit ist. Rückwärtsfahrt beginnen. Hier mal abkippen lassen, was? Mal gucken, ob das jetzt geht. Dann hier wegfahren lassen. Wir fahren jetzt zurück. Nicht ganz bis zum Feld. Ich baue ja hier jetzt verschiedene Kurse wieder zusammen. Die kombiniere ich ja. Vielleicht sehen wir jetzt auch irgendwo, wo unser vierter Abfahrer geblieben ist. Ich weiß es nicht, wo der ist. Ich weiß es echt nicht. Übers Feld fahren können, ne? Aber nee, machen wir ja nicht sowas. Also, vielleicht wird's ja jetzt mal was. Irgendwie zieht er nach links, nach rechts.
sehr gutes funktioniert, dass wir uns verlassen. Hier bleiben wir stehen. Und Schlusspunkt speichern. Nenn das Straße. Ost Teil 1, nicht BGA. Ost Teil 1 Straße. Serien hat durch drin reifen, ja, whatever. Das gibt sich auch vielleicht irgendwann mal und sonst greifen wir dann nachher mal ein. So. Jetzt bauen wir uns hier gleich einen Kurs zusammen, nämlich erstmal L12 Straße. Bauen wir hier, ich mach das mal an, fährt vom Feld 12 hier vorne, fährt er hoch auf die Straße. Dann brauchen wir den Kurs, den wir gerade eingefahren haben. Straße, BGR Ost, Keil 1, Straße. Und dann brauchen wir Straße, Feld 12. Geil, oder? Und das Ganze müssen wir dann jetzt auch mal wieder speichern. Feld 12 BGA Ost Teil 1. Dann wissen wir also, der mit den Abkürzungen ist der neue und das andere war der alte Kurs. So, jetzt hole ich mir eben meinen. Sag ich ihm hier noch, er soll zum John Deere fahren. Achso, ich kann ihn jetzt auch wieder ausschalten, dass er mir den Kurs anzeigt. Gerade anfahren, super. Ich sehe jetzt zu, dass er hier irgendwie so, als wenn er gerade von der BGA wiederkommt. Ich mal aus. Dann steige ich mal in den John Deere ein. So, wo kommt er? Kommt er durchs Feld geschossen? Ja, das Feld haben wir ja auch beim Wald. Das ist ja schön. Serion hat immer noch durchdrehende Reifen. Da muss ich dann gleich mit dem Fan mal ein bisschen nachhelfen. Ach, da steht noch ein Abfahrer. Okay. Das ist ja jetzt hier wieder die Strecke, wo er auch da vorne den Dingens da nicht findet. Das Wendemanöver nicht hinkriegt. Eigentlich
jetzt auch jemand zwischendurch mal anhält, weil er hier irgendwo eine Kollision hat. Ich würde jetzt hier gleich mal anhand, weil er hat, also bisher jetzt irgendwie bei meinen letzten Aufnahmesession hat er hier die Kurve nicht hingekriegt. Alle anderen waren fein, nur die hat er nicht hingekriegt. So, jetzt kann ich einen Helfer einstellen und den Helfer fahren lassen. Wunderbar. So, den Xerion kümmere ich mich gleich. Ich schicke ihn hier erst eben auf den Weg. Ne, den natürlich nicht. Den nehme ich gleich mit zum Dreschen. Fahren soll. Das ist ein Rico. Wunderbar. Ich hab auch das Gefühl, würde er, naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht täuscht das, ich weiß es nicht. Vielleicht mal einfach die Fahrzeuge. Ja. Das ist jetzt mal interessant. Das gucken wir uns jetzt an. Das will ich jetzt sehen, ob das jetzt mit dem Abkippen klappt. Wo er den neuen Kurs hat. Bei den anderen tut sich da was. Ja, der fährt dahin. Mal beobachten, wie das so läuft. Kann ich geschwindigkeitsmäßig noch was machen?
Erwartet, bis mein Aufschieber da rauskommt. Meine Warteposition fährt. Was er jetzt macht. Genauer angucken. Jawohl. Er kippt ab. Er kippt er. Sehr schön. Okay, das ist der zweite, den ich zum Crashen mitnehmen will. Fahrer ist auch weg. So, Leute, es funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Und noch mehr freuen würde mich das natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet zur nächsten Folge hier Let's Play. In diesem Sinne sage ich mal, ciao!